Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Es gibt gute Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Eines der größten Küchenprobleme aller Zeiten wurde durch Wissenschaftler gelöst, nämlich die tränenden Augen beim Zwiebelschneiden. Dafür haben Forscher etwa keine spezielle Nasenklammer oder irgendein anderes Gimmick entwickelt, sondern gleich eine neue Zwiebelsorte. Und die reizt die Augen nicht mehr, wenn man die Zwiebel schneidet. Wie das funktioniert, weiß Merten Waage. Blättert man in den Geschichtsbüchern, gibt es schon frühe Abhandlungen über die Zwiebel. Bereits seit mindestens 4000 Jahren wird sie von Völkern in Asien und im Orient verwendet. In Deutschland gibt es allerdings erst seit gut 500 Jahren Zeugnisse von ihrem Nutzen. Der Botaniker Hieronymus Bock schreibt zum Beispiel in einer Abhandlung von 1551 sehr lobenswert über das Gemüse. Bei den Deutschen zum Kuchenbacken ist nichts gebräuchlicher als die Zwiebel. Niemand verzichtet auf sie, niemand will der Zwiebel entraten. Etliche brauchen sie zur Wollust. Die anderen zur Arznei. Bereits damals hat es laut dem Botaniker mehrere Sorten der Zwiebel gegeben. Zum Beispiel die Stuttgarter Riesen oder die Dresdner Plattrunde. Denn Zwiebeln können, wie jede andere Pflanze auch, gezüchtet werden. Wie genau das funktioniert, hat Gregor Mendel herausgefunden. Der Priester hat im 19. Jahrhundert gelebt und die Regeln bei der Vererbung von Merkmalen entwickelt. Bei der Zwiebel ist so ein Merkmal zum Beispiel, wie sehr sie uns zum Weinen bringen kann. Über Zwiebelgenerationen hinweg kann dieses Merkmal bis zum gewünschten Ergebnis verändert werden. Dafür muss nur herausgefunden werden, wie stark das Merkmal ausgeprägt ist und wie es sich auf die Nachkommen der Pflanze überträgt. Danach kreuzt man immer nur die Nachkommen miteinander, die sich wunschgerecht entwickelt haben. So wird das jeweilige Merkmal sozusagen weggezüchtet. Allerdings gibt es bei der Zwiebel ein Problem, wie Professor Dr. Thomas Debner erklärt. Er ist Abteilungsleiter für Pflanzenzüchtung am Institut für Pflanzengenetik der Universität Hannover. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ja parallel bei der Küchenzwiebel für die landwirtschaftliche Produktion ganz viele andere Merkmale auch noch eine Rolle spielen. Und ich muss also simultan neben dem Wegselektieren, sage ich mal, des Faktors, der die Tränen auslöst, dafür sorgen, dass die anderen Eigenschaften, die ich brauche für die Küchenzwiebel, der Ertrag, die Lagerfähigkeit, der Geschmack, dass die nicht verloren gehen. Und das ist der Grund, warum ich nicht 10 Zwiebeln angucken kann, sondern warum das in die Tausende geht und warum das auch viele Jahre dauert. Insgesamt 30 Jahre haben Wissenschaftler des Agrarkonzerns Monsanto an einer tränenfreien Zwiebel gearbeitet. Dabei bringt die Zwiebel selbst aber niemanden zum Weinen. Erst beim Schneiden reagieren zwei Stoffe aus unterschiedlichen Zellschichten miteinander und bilden ein Gas, das die Reaktion hervorruft. Verursacher ist dabei die schwefelhaltige Aminosäure Allein, die mit dem Enzym Alinase reagiert. Wie viel Allein oder Alinase dabei in der Zwiebel vorkommt, wird von Zwiebelgeneration zu Zwiebelgeneration weitervererbt. Bei der Zwiebel ist es so, dass die einen Generationszyklus von 2, teilweise 3 Jahren hat. Und das verlängert schon mal die Zuchtdauer erheblich, weil ich nicht in jedem Jahr mit einer Zwiebelgeneration arbeiten kann. Vergleich dazu, bei der Obstzüchtung reden wir über Zeiträume, bei der Apfelzüchtung zum Beispiel oder beim Wein, von weit über 20 Jahren. Also da haben wir Zeiträume von 20, 25, teilweise 30 Jahre zwischen der ersten Kreuzung und der fertigen Sorte hinterher. Die Zwiebel hätte ich jetzt irgendwo dazwischen eingeordnet. Warum es jetzt konkret 30 Jahre gedauert hat, kann ich mir nur so erklären, dass es sehr kompliziert ist, die träneninduzierenden Inhaltsstoffe zu reduzieren und gleichzeitig die wertgebenden Eigenschaften wie Geschmack und Ertrag dann zu erhalten. Und herausgekommen ist die Sorte Sanyan. Allerdings ist sie nicht die erste tränenfreie Sorte. Das japanische Unternehmen House Foods hat bereits im Jahr 2016 die Sorte Smileball entwickelt. Allerdings ist die nicht natürlich entstanden, sondern wurde genmanipuliert. In Deutschland kann man die Zwiebel aus Japan deswegen nicht kaufen, erklärt Thomas Debner. Man kann eine gentechnische Veränderung in einer Zwiebel, die alle positiven Eigenschaften schon in sich vereint, als Genotyp, kann man einen einzelnen Faktor ausschalten. Das ist dieses Enzym, was zum Beispiel den letzten Schritt zur Umwandlung in diesen flüchtigen Stoff macht, der die Augen reizt, und behält sozusagen alle positiven Eigenschaften. Damit spart man natürlich die vielen Jahre oder eben diese Jahrzehnte an Selektion. Und es gibt ja mittlerweile Methoden zur Genomeditierung, die das in Zukunft noch spezifischer und noch genauer ermöglichen würden. Das Problem ist eben die Akzeptanz in der Bevölkerung, und die macht es
für zumindest den europäischen Raum dann eben nicht nutzbar. Bei einer Umfrage in der Bevölkerung vom Institut für Markt- und Politikforschung aus dem Jahr 2013 hat die Hälfte der Befragten angegeben, Genmanipulation könnte eher schaden. Neben ein paar anderen Antworten hat nur knapp ein Drittel angegeben, dass Genmanipulation nützen könnte. Andere Umfragen zeigen aber eine noch deutlichere Abneigung gegenüber genmanipulierter Pflanzen. Obwohl es laut Debner keine wissenschaftlichen Bedenken bezüglich der Sicherheit und Qualität solcher Pflanzen gebe. Sowohl die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Leopoldina und viele Institutionen einschließlich der EU sind zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich kein Problem im wissenschaftlichen Sinne ist, aber die Bedenken der Bevölkerung sind so groß, dass man, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht damit rechnen kann, dass so etwas möglich sein wird. Deswegen ist die Sanyin, die tränenfreie Zwiebel aus den USA, zwar nicht die erste Sorte, bei der keine Tränen fließen, sie könnte allerdings die erste sein, die es auch nach Deutschland schafft. Denn mit dem klassischen Verfahren, das die Wissenschaftler bei der Entwicklung angewendet haben, sind auch die deutschen Gesetze eingehalten worden. Dann könnten die Zeiten vorbei sein, bei denen man voller Tränen vorm Schneidbrett steht und sich fragt, warum man sich das Problem mit der Zwiebel immer wieder aufs Neue antut. Sanyin heißt die Zwiebel für alle, die beim Zwiebelschneiden nicht mehr heulen wollen. Die Sorte, die gibt es bisher nur in den USA, soll aber auch dann bald nach Deutschland kommen. Wie das Ganze funktioniert, hat Merten Waage erklärt. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.